Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Overwatch Beta. Heute möchte ich euch gerne die Tracer zeigen und auf einer Map, die ich auch bis jetzt noch nicht gespielt habe. Das ist die letzte aus der Angriffsabteilung. Offensivabteilung, hat eine Impulsbombe, wirft eine mächtige Hand, kurzer Teleport in Bewegungsrichtung, kurze Zeit, dass sie Stand- und Trefferpunkte zurücksetzt und automatische Handfeuerwaffen für kurze Entfernung. Okay, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Also, wupp. Was hat sie noch? Okay. Ja, nice. Gut, dann laden wir alles auf. 3, 2, 1. Runde 1. Nehmen Sie den Ziel. Oh, wir haben Geschwindigkeitsboost gerade gehabt. Auf jeden Fall war ich arg schnell. Tracer habe ich noch nicht so viel gespielt, muss ich gestehen. Die Map hier kenne ich gar nicht. Da sind sie! Ich nehme den Punkt ein. Benötige Unterstützung. Ah, ist eine extrem schnelle Geschichte hier. Ja, ist eine extrem schnelle Spielweise hier mit ihr. Das ist eine extrem schnelle Spielweise. Okay, also es macht Spaß, ich musste mich da nur ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel mit ihr gespielt. Aber es macht Spaß. Und meine Fähigkeit, meine Superfähigkeit ist freigeschaltet. Sie nehmen den Punkt ein. Nein! Wieso? Mir stirbt keiner weg! Wir haben uns gegenseitig schon wieder alarmiert. Eliminiert. Also es ist eine extrem schnelle Spielweise mit ihr. Muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen. Scheiße. Ah, sind zu viele. Keine Chance. Ah, ich muss mal darauf achten, dass ich Dauerfeuer gebe. Ich habe ja Dauerfeuer. Ach, der wird noch von hinten geheilt. Ich gebe immer nur Salven, aber ich habe ja Dauerfeuer ohne Recall. Ich glaube. Achso, meine Fähigkeit ist wieder da. Die Zeit wird knapp, setzt sie unter Druck. Ja, das ist gerade wirklich passiert. Das kann doch nicht sein! Ach, wir haben uns wieder gleichzeitig eliminiert. Das nervt ja auch so ein bisschen. Das nervt ja auch so ein bisschen. Wartet auf mich! Erste Runde verloren. Na, schade. Ja, wir machen das jetzt nochmal noch fertig, das Spiel. Kommt jetzt noch Runde 2. Wahrscheinlich, oder vielleicht noch Runde 3 oder Runde. Denkt an euer Training und wir sollten keine Probleme bekommen. Lass ihn jetzt krachen!
Kann ich eigentlich Graffiti? Kann ich Graffiti? Vor mir Schöner Speedboost. Ach da. Sentinel XBL. Ah, von hinten wieder geheilt. Also, ist ein gutes Team, die spielen gut gegen. Die machen das wirklich gut. Ich würde auch gerne eigentlich gerade einen Sunny spielen oder so, um das einfach mal zu zeigen. Also, um das wirklich. Aber ich will ja eigentlich nur die Operator zeigen, mehr oder die Helden zeigen, mehr will ich ja nicht gerade. Mehr geht's mir nicht. Ah, von hinten. Dann sollte es nämlich echt Sinn machen, sich irgendwo hinzustellen und da wirklich Deckung zu geben, also von hinten aufzuheilen. Mit mir ist wieder zu rechnen. Ups. Yeah. Hoffentlich kriege ich nochmal die Kraftbombe. Mir stirbt keiner weg. Scheint so, als haben sie sich gut aufgestellt. Genau das Richtige für dich. Ich bin dabei. Ja, ja, wenigstens das. Wenigstens das. Wo fällt er denn hin? Jawohl, wir haben die Haftbombe. Wir haben die Haftbombe wieder. Immer so schnell ihre Spezialfähigkeiten haben. Das wundert mich. Ja gut, die sind gut und ich bin nicht so gut. The Tracer ist ja nun eine wirklich extrem schnelle Spielerin. Oder eine extrem schnelle Heldin. Alter Schwede. Ah, es waren zu viele. Es waren drei Leute um mich drumherum. Und von oben auch noch. Dafür lief es eigentlich ganz gut. Oh, komm schon, Leute. Ah, fuck. Schade. Schade, schade, schade. Verloren. Aber damit habe ich eben mal euch die Tracer gezeigt, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben. Und morgen gehen wir dann mit der nächsten Gruppe, ich weiß gar nicht, ich glaube die Tanks oder so, bei der Defense. Ja, wieder bin ich natürlich im Highlight drin. Typisch. Gut, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wir machen noch... Die noch dazu hier geblockte Schaden. Episch. Ich danke für ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, sagt mir, was ihr von Tracer haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.